Caravengers Assemble zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Future Fight. Wir machen diese Episode weiter mit der ersten Familie und X-Force. Hier sind wir bei 75%, hier bei 87% und ja, beides erwartet uns hier, also los geht's! So, also zuallererst möchte ich gerne die erste Familie spielen, denn da sind wir am nächsten am Ziel. Und ihr seht, ich habe 50 davon geholt. Da musste ich einiges offscreen machen, aber dafür haben wir es doch geschafft. Und ihr seht, da ist das Ziel. Das Ding ist nicht mehr ein Kampf oder so, ne? Da sind wir fertig. Es ist also wirklich nur noch eins, das ist auch abgeschlossen, 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Dinger, die wir abschließen müssen. Hier kriegst du gerade noch 150 Kristalle für uns. Und wir kriegen Mr. Fantastic gemeistert auf 5 Sterne. Das ist nicht fantastisch, Freunde? So, 150 Kristalle. Und da ist sie, Dooms Zeitplattform. Sie scheint beschädigt zu sein, aber ich kann sie vielleicht reparieren. Beeil dich, Reed. Wir erhalten Gesellschaft. Doombots, ich habe das Gefühl, dass sie meinen Befehl nicht mehr gehorchen werden. Ah, keine Sorge, Susie. Diese Doom-Fälschungen eignen sich gut zum Aufwärmen für den Echten. Bist du bereit für ein bisschen Spaß, Schwester? Du brauchst mich nicht einmal fragen, John. Ich warte schon viel zu lange darauf, mich an Doom zu rächen. Okay, sehr gut. Nimm einmal am Gefahrenraum teil, das werden wir tun. Das mache ich wahrscheinlich offscreen, weil das meistens sowieso nicht allzu spannend ist und die Wartezeit ewig lang. Also sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Sehr gut, wir haben einen Sieg geholt. Ich habe tatsächlich sogar den höchsten Schaden gemacht. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich es meistens nicht tue. Wir haben hier ein paar Belohnungen bekommen. X23 und Rogue, was wir auch nicht brauchen. Aber wie gesagt, es kommt ja auch nicht darauf an, wie wir hier abschneiden, sondern es geht darum, dass wir einen epischen Quest weitermachen können. Ich hatte sogar die Aufgabe, im Gefahrenraum teilzunehmen. Tägliche Aufgabe, also passt das sogar. Sie sind zu viele. Wir können Dooms Streitkräfte nicht mehr lange zurückhalten, Reed. Ich brauche nur noch ein paar Minuten. Ja, nun hätten wir eine Funktion. Ihre Zeitmaschine, wäre das überhaupt kein Problem. Bis dahin bastle weiter. Und wir kloppen weiter. It's clobbering time. Okay. Wir sollen jetzt hier im Schatten des Untergangs dreimal abschließen. Das ist hier im Schatten des Untergangs. Okay, dann müssen wir einmal durch und danach können wir es noch ein paar Mal simmen mit unseren Sim-Tickets, Simulationstickets. Das werden wir auch tun. Deswegen lassen wir jetzt erst einmal, wie immer, die gute Jean sein. Phoenixen. Und es scheint doch schon, ihr seht hier, ne, die halten im Prinzip jetzt die Angreifer ab. Ja, hier kommen die ganzen Doombots und sie haben gegen unsere Jean natürlich nicht die geringste Chance oder gegen wen auch sonst immer. Und ich meine, ich finde es ja schön, dass die Level so existieren. Ne? Ich freue mich ganz besonders auf Marvel Future Revolution, wo es ja dann sogar noch mehr in die Action-RPG-Schiene geht. Oh, hoffentlich ist das spielbar auf BlueStacks. Richards! Ihr werdet nicht meine Königin und meine grandioseste Erfindung am selben Tag stehlen. Nein, er hat die Zeitplattform zerstört. Du Irrer, was hast du getan? Ich habe sichergestellt, dass die Fantastic Four nicht meine Errungenschaften zunichte machen. Latveria wurde zu einem Paradies in einer vom Krieg gebeutelten Welt. Du hast dich vor dem Kampf versteckt, Victor, während wahre Helden den Preis bezahlt haben. Doom muss nicht für die Zukunft kämpfen. Doom ist die Zukunft. Du hast gleich eine noch strahlendere Zukunft vor dir und eine heiße. Ich brauche keine schicke Plattform, um zu wissen, wie spät es ist. It's clobbering time. Vielleicht bin ich sogar dankbar, dass du, deine Familie letzten Endes doch zurückgekehrt seid, Richard. Weil euch Doom jetzt höchstpersönlich töten kann. Mit seinem eigenen Bild noch im Hintergrund. So, gucken wir mal zu. Wir könnten jetzt vielleicht noch hier... Ach, schade. Ich wollte noch Verstärkung rufen, aber ich war zu langsam. Ah, ist doch das Bild, das Porträt von Doom. Super. So, wir haben es geschafft, tippen, um fortzufahren. Sehr gut. Und jetzt werden wir noch zwei Tickets abschließen, dann ist das Ding auch erledigt. Abschließen. So, wir sollen es ja insgesamt dreimal machen, ne? Perfekt. Epische Quest, da geht's weiter. Und wir halten jetzt eins von diesen Dingern hier. Schwarze Antimaterie, das ist sehr, sehr gut. Und was kriegen wir jetzt? Ach, hier, 20-mal Invisible Woman, die ich übrigens auch auf Ebene 2 gebracht habe. Nein, du musst siegen. Jetzt ist Schluss, Victor. Du hast es kaum geschafft, eine Person zu kontrollieren. Wie konntest du nur glauben, du könntest das gegen alle vier aufnehmen? Also was machen wir jetzt? Sperren wir ihn in sein eigenes Verlies? Übergeben wir ihm Shield? Verbannen wir ihn für den Rest seines Lebens in die Negativzone? Nein. Wir geben ihm noch eine Chance. Die Chance, ein Held zu sein. Moment mal, ich verstehe nicht. Victor, du hast schreckliche Dinge getan. Dinge, die ich dir niemals verzeihen werde, aber du gehörst immer noch zu den brillantesten Gehirnen dieses Planeten und dieser Planet ist in Gefahr. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir eine Lösung finden. Wir könnten diesen Krieg beenden. Doom kann immer noch triumphieren, aber zur Abwechslung mal als ein wahrer Held. Nun, Victor, was sagst du? Punkt, Punkt, Punkt. Okay, verwende 50 Energie.
Tja, das kriegen wir hin. Wir gehen zu den Liefermissionen hier, sagen wir bereit. Und sagen wir abschließen, nicht verwenden. Los geht's. So, das könnten schon 50 gewesen sein. Jetzt guck mal, wie viel ich noch offscreen gemacht habe hier. Seht ihr das? So, das waren schon 50. Okay, super. Wir kriegen jetzt nochmal einiges von dem Zeug, was sehr, sehr gut ist. Dimensionstrümmer kann man immer gut gebrauchen. Doom hat über dein Angebot nachgedacht und würde diese Welt lieber in Flammen aufgehen sehen, als sich mit dir zu verbinden, Richards. Ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest, Doom. Deshalb habe ich mich darauf vorbereitet. Ich habe schnell festgestellt, dass deine Zeitplattform nicht mehr repariert werden kann. Aber ich habe es geschafft, die Teile auszubauen, die ich zum Reparieren meiner Brücke brauche. Ha, was für eine Kehrtwendung. Tut mir leid, Reed, aber ich werde sicher nicht wieder in eine andere Dimension abhauen. Ich stimme Johnny zu, Liebling. Es ist zu gefährlich. Ihr habt es gerade erst nach Hause geschafft. Wir gehen nirgendwo hin, Susan. Doom auch nicht. Aber wenn ihr Doom beschäftigt halten könnt, während ich die Brücke zum Laufen bringe, können wir stattdessen Hilfe herbeirufen. Aha. Fertige eine neue portable Brücke. Das heißt, wir brauchen wieder dieses Zeug hier. Jetzt abschließen würde uns zu viel... 12.000. Wir brauchen diesen Tropfen. Gehen wir zur Materialverarbeitung. Diesen Tropfen hier. 2 brauchen wir noch. 4... 8, 16, 32. Okay, 32. Machen wir das mal ganz kurz hier. Habe ich noch genug Money? So, 32. Okay, 4 Millionen. Ich habe ja extra Geld gespart, ne? Wisst ihr? Max, 16. So, okay. Dann haben wir jetzt hier 8. Max, 2 Millionen. Okay, so, sehr gut. Hier 4. Max, perfecto. Und reicht es noch? Noch einmal? Ah! Okay, wir haben 3. Sehr schön, wir haben sogar noch ein bisschen Kohle. Super, super, super. Forschung, Fortschritt. Schließen. So, super. Ach, guck mal, Freunde, ist doch toll. Wir haben jetzt hier Reed Richards auf 6 Sterne. Gemeistert. Fantastischer Anführer. Er wird Angriff aller Verbündeten um 65%. Das ist eigentlich ziemlich gut. So, 3000 Money gibt es ebenfalls. Die Brücke hat Strom und funktioniert. Ich gebe nur die transdimensionalen Koordinaten ein und boom. Und wer bist du, wenn ich fragen darf, Frau? Ich herrsche über diese Nation. Eine Verbeugung wäre angebracht. Bah, niemand, der Doom herausfordert, lebt lange genug, um davon zu erzählen. Bah, boah, in meiner Dimension bezahlt man für eine derartige Arroganz mit meinem Leben, also andere, nicht ich. Vielleicht würde es Zeit, dass sich die Geschichte wiederholt. Lasst eurem Wut freien Lauf, Doom wird triumphieren. Ich glaube, das war ein Hinweis, dass wir verschwinden sollten. Wenn wir zurück zu Fantastica, wir müssen zurück zu Fantastica, bevor sie das ganze Schloss zum Einsturz bringen. Und einem Ohrenblau und schlecht, solange die beiden, wir nicht. Okay, so, los geht's. Super, wir haben es geschafft, Freunde. Spezialausrüstung, 10-mal verbessern. 10-mal verbessern. Das kriegen wir hin. Also gehen wir jetzt mal hier hin und sagen, schnelles Upgrade. Boom. Schnelles Upgrade. Boom. So, okay, sehr gut. Mach das so oft, wie es sein muss, Freunde. Ich mach das so oft. Das war's schon. Das war's schon. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind fertig. Wir kriegen auch ganz viel Geld dafür. Das ganze Schloss stürzt über uns ein. Wir werden von Felsen zerquetscht. Was für eine Ironie. Gib nur nicht auf, Ben. Ich erzeuge ein Kraftfeld, um uns zu schützen. Und ich brenne uns einen Weg hinaus. Sehr schön. Dafür kriegen wir Reed Richards auf Stufe 60 und 51 Kristalle zum Abschluss. Damit sind wir wieder bei 1850. Alle Geschichten abgeschlossen. Wuhu. Ah, ist das toll. Wir sind fertig, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Aber es sieht aus, als hätte Doom und Victorious nicht so viel Glück gehabt. Ich bin mir fast sicher, dass wir sie beide zum letzten Mal gesehen haben. Aber ich habe das Gefühl, dass ich euch alle wieder zum ersten Mal sehe. Aha, ich habe euch alle so sehr vermisst. Es tut mir so leid. Alles. Wir sind zusammen, Reed. Nur das zählt. Der Weg hierher war zwar schwierig, aber im Endeffekt ist nur das Ergebnis wirklich wichtig. Und gib dir nicht die Schuld. Wir haben unser ganzes Leben damit verbracht, uns dem Unbekannten entgegenzustellen. Aber ich werde mich sicher nicht beschweren, dass wir endlich etwas Vertrautes wiedersehen. Also, wie steht's, alter Freund? Bist du bereit für unser nächstes Abenteuer? Mit euch drei bei immer. Also los geht's. Erste Familie, Geschichte abgeschlossen. Oh, ich bin so glücklich, Freunde. Das ist so toll. Herausforderung. Und ihr seht es hier. Reed Richards auf Stufe 60 gibt mir 40 Kristalle extra als kleiner Bonus für uns. Und dann gehen wir noch ganz kurz hier zurück. So, zurück, zurück, zurück. Das Zeug sammle ich auch erstmal alles ein hier. Ich klicke mal ganz schnell. Das geht ja auch recht schnell. Ich muss nur noch 10-mal klicken ungefähr. Und ihr seht, wir haben immer noch circa 5 Millionen Gold. Das ist sehr, sehr gut. Obwohl wir, ja, das ganze Zeug gekauft haben. Ich habe es extra versucht so zu deichseln, dass wir fertig werden in dieser Episode damit. Guck mal hier, 100%, 100%, 75%, 100%, 100%, 7%. Okay, so, jetzt geht es erstmal hier hin. Nein, Moment, da geht es erstmal nicht hin. Jetzt geht es erstmal hier hin, zur ersten Familie. Und alles abgeschlossen, alles abgeschlossen. Wir können, ihr seht, wir sind ja auch fertig. Wir können ihn jetzt holen, den guten Doom. Wuhu. Dr. Doom.
Victor von Du, 1,88 groß, 2 Meter in Rüstung, weil er Stelzen hat. 91 Kilo, 188 Kilo in Rüstung. Die Arroganz von Victor von Du, meine brillanten Wissenschaft und ehemaligen Kollegen von Reed Richards, verwandelte sich in grenzenlosen Größenwahn, als ein Laborunfall sein Gesicht für immer entstellte. Ne, deswegen trägt auch diese Maske. Von Du, der Reed für seinen eigenen Fehler verantwortlich machte, legte sich eine metallene Rüstung zu und plante im Geheimen seine Rache. Durch seinen gewaltsamen Putsch in seinem Heimatland Latveria, einer kleinen Nation Osteuropa, wurde er dessen neuer Herrscher und der gefürchtete Dr. Doom. Von seinem Thron aus geht Doom seinen teuflischen Machenschaften nach, die nur durch die mutigen Bemühungen der Fantastic Four sowie durch seine eigene Überheblichkeit gebremst werden. Sehr, sehr, sehr schön. Damit sind wir also hier durch. Luxus ja auch hier abgeschlossen. Das können wir jetzt machen. Ich mache das mal ganz schnell, weil das ist ja Luxus. Ne? Also gehen wir ganz kurz rein, damit ich es zukünftig mit Tickets machen kann. Dann ist das Ding auch abgeschlossen und oh, ich freue mich, Freunde. Die ganzen Charaktere, die wir freigeschaltet haben hier bei den epischen Quests, die werde ich natürlich, komm, wir killen mal ganz kurz Doom. So, holen wir nochmal schnell hier Cap mit dazu. Ah ne, das war Thor, sorry, Thor. Die haben schon Ähnlichkeit, oder? Cap und Thor. Mit den kurzen Haaren so. Okay, ja. Was ich sagen wollte. Das Ding ist abgeschlossen, sehr gut. Und diese ganzen Charaktere, die wir bekommen haben dadurch. Kann ich hier noch irgendwas machen? Gefahrenraum einmal abschließen. Wunderbar. Dimensionsmissionsbelohnung einsammeln. Perfekt. Gehen wir nochmal ganz kurz hier rein. Sammeln da ebenfalls alles ein. Die ganzen Kisten, die sich dort befinden. Super. So. Und dann auch noch hier alles einsammeln. Perfekt. Erfolge können wir auch vorweisen. Kriegst noch ein bisschen, ja, ein bisschen Energie. Die können wir auch sehr gut gebrauchen. Okay, also, diese ganzen Charaktere wie die hier, ihr seht, da brauche ich Antimaterien zu graben, die werde ich erst später verstärken. Ne? Wichtig ist für mich erstmal, dass wir diese Charaktere, die Schlüsselcharaktere, die wir brauchen, um die Bosscharaktere freizuschalten, ja, die Belohnungscharaktere und natürlich Charaktere wie Reed hier, dass die fertig sind. Ne? Seine Rüstung werden wir noch upgraden, das mache ich dann auch gleich. Und Charaktere wie die hier drüben, die alle hier, ne? Da brauche ich ja ganz viele Ressourcen. Die upgrade ich später dann. Ihn machen wir sowieso für Deadpool. Aufstieg. Ja, ihn werden wir sowieso für Deadpool upgraden und so ein Kram. Deswegen, ne, ist das okay. Aber, ja. So. Gehen wir erstmal zu Reed und machen erstmal seine Ausrüstung. So weit, wie es nur geht. Okay, perfekt. Das andere machen wir später. Auf 20. Maximales Upgrade hier, sehr schön. Genau, richtig, weil da brauche ich ein bisschen was von dem Zeug hier. Und davon habe ich erst einmal zu wenig. Wie sieht es mit den anderen Charakteren aus? Habe ich das da eigentlich gemacht? Ja, genau, bei anderen Charakteren habe ich das schon gemacht auf 20. Reed wird jetzt nicht genug haben dafür. Ich will ihn zumindest erst einmal auf Maximum upgraden, hier also 15 upgraden, damit er die ganzen Bonuswerte bekommt. Und wir ihn dann benutzen können in Shadowland und Co. Ne, wisst ihr? Dann wird er nämlich da ziemlich stark. So. Okay, perfekt. Und den Rest hier so, mal gucken, wir haben jetzt aktuell, ich mache ganz kurz das hier für Angriffskraft. Wir haben jetzt 568. 568, normales Upgrade, machen wir Staffelverbesserung hier. Gucken wir, wie viel danach noch übrig ist. 568 waren das. Das kostet immer 10, oh je. Und es reicht noch nicht mal. Und wir sind hier auf 0 jetzt, ne? Also wir haben nicht genug Kohle. Okay, gut, verstehe. Es ist nicht genug Geld da. Aber trotzdem, es hat schon ganz schön viel gekostet von dem Zeug. Also muss ich noch ein bisschen Weltbosse farmen. Aber ja, das ist Reed Richards, Freunde. Wir haben ihn jetzt auf Stufe 60. Das freut mich riesig. Und ich werde, wie gesagt, mit höchster Priorität seine Ausrüstung auf Stufe 20 bringen wenigstens. Seine ganzen Fertigkeiten werde ich verbessern, sobald ich genug Geld habe. Ebenfalls mit höchster Priorität, weil ihr seht hier, alle Charaktere. Ich fange ganz links an, ne? Hier. So, Moment. Hier fange ich an. Alle Charaktere von links an haben ihre Fähigkeiten komplett gemaxt. Natürlich bis auf er, weil der ist noch auf einem Stern. Dann geht's hier weiter. Und dann kommt er, so werde ich seine Fähigkeiten komplett maxen, seine Ausrüstung auf 20 bringen. Und dann geht's hier weiter mit den Fähigkeiten maxen. Ne? Und die nächsten Fähigkeiten, die ich maxen werde, sind dann halt eben die von ihr. Die werde ich maxen, dann geht's wieder weiter. Und dann, ne, arbeite ich mich durch und max so nach und nach die Fähigkeiten. Na gut, damit sind wir also hier fertig, Freunde. Eigentlich wollte ich ja noch Deadpool machen, aber ich würde sagen, das machen wir nächste Episode. Und wir werden dann einfach, ich werde das noch ein bisschen offscreen farmen und so ein Kram. Und mit Deadpools epischer Quest machen wir das nächste weiter. Da sind wir eh noch weit von 100% entfernt. Das hier ist relativ easy peasy. Das sollte, da müssen wir auch noch ein bisschen was farmen. Ist nicht mehr allzu viel. Aber es geht vor allem ja hier rum.
da brauche ich eh noch ein bisschen. Ja, da brauche ich eh noch ein bisschen Zeit, was Phantomax angeht, was Domino angeht. Psylocke wäre sowieso für die Kristalle. Cable müssen wir auch noch mit Ressourcen verbessern. Also es dauert noch ein Weilchen hier. Hier werden wir jetzt ausgebremst. Und bevor ich hiermit weitermache, mit finsterer Herrschaft, ne, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Ich werde natürlich hier weitermachen nach und nach, aber ich werde hier keine Ressourcen reinstecken, sondern die Ressourcen gehen in erster Linie hier rein. Das heißt, nächste Episode machen wir weiter mit X-Force, machen weiter mit finsterer Herrschaft, aber wann immer ich Ressourcen ausgeben muss, gehen in erster Linie für X-Force drauf, bevor sie in finstere Herrschaft gehen, damit wir dann erst einmal hier überall 100% haben und dann geht es da drüben weiter. Also Freunde, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Caravengers Assemble!